Heute kommt wieder ein Teil Glasfaserfakten mit Moritz. Ich möchte heute von dir wissen, kann ich mein altes Telefon weiter benutzen? Ja, Tabea, in der Regel kannst du das. Die Fritzbox 7590 hat drei verschiedene Anschlussmöglichkeiten für Telefone. Die älteste und auch verbreiteste Methode ist die sogenannte TAE-Anschlussmethode. Die kennen unsere Kunden durch die alten Telefondosen. Dazu hat die Fritzbox an der Seite zwei Anschlüsse, um zwei Telefone direkt zu verbinden. Der Nachfolger oder die Alternative dazu ist der sogenannte RJ11-Anschluss. Dafür hat die Fritzbox hier unten zwei Anschlüsse plus noch einen dritten für ISDN-Telefone. Möchte der Kunde seine Schnurlostelefone benutzen, kann er zum Beispiel auch die Telefone direkt mit der Fritzbox verbinden, die sogenannte DECT-Telefonie. Da braucht der Kunde gar keine Kabel mehr zu verwenden.